Brr, brr, brr. Jonas, ich habe Säge. Welches Sägeblatt brauche ich? Eine klassische Frage, die sehr, sehr gut ist, denn es ist ja schon mal richtig zu erkennen, dass es verschiedene Sägeblätter gibt. Doof ist jetzt nur, welches Sägeblatt können wir leider so nicht beantworten, denn aus meiner Sicht brauchen wir in der Massivholzbearbeitung mindestens 2 Sägeblätter. Warum ist das so? Ganz einfach, selbst bei den normalen Japansägen haben wir ja 2 verschiedene Zahnarten. Wir haben beziehungsweise Zahnarten und auch Zahnmengen. Wir haben wenig Zähne für Längsschnitte, wie bei der Ryoba auf der einen Seite, und wir haben, wie bei der Dosuki, viele Schnitte für die Querschnitte. Längs und quer, einfach, weil wir das sozusagen heute ganz grundsätzlich mal angehen, schauen wir uns einmal an, was bedeutet das? Wir haben hier unser Brett Eiche und die Fasern verlaufen so, längs. Das heißt, ein Längsschnitt wäre, wenn wir mit der Faser sägen. Logisch. Quer ist dann das Gegenteil. Wir sägen also so. Was ist mit diagonal, wird jetzt jemand sagen, der sehr, sehr schlau ist. Das hängt davon ab, wie steil der Winkel ist. Aber grundsätzlich würde ich diagonale Schnitte immer zum Thema Querschnitte zählen. Jetzt wissen wir schon mal, was für Schnitte es grundsätzlich gibt. Das sind jetzt die normalen trennenden Schnitte. Wir schauen uns gleich auch ein paar zusätzliche Sachen an, warum die Zahnart sehr wichtig ist, damit wir da ein bisschen flexibler sind. Und es ist jetzt so, dass wir genau wie bei den Japansägen auch eigentlich im Prinzip nur 2 verschiedene Sägeblätter brauchen. Wir brauchen ein Sägeblatt, das, so wie dieses hier, für den Längsschnitt geeignet ist. Das sehen wir daran, wir haben sehr wenige Zähne. Es ist in diesem Fall ein Flachzahnblatt. Wir gucken uns das gleich an der Tafel nochmal an, warum das sehr spannend ist. Und wir sehen, dass wir sehr wenig Zähne haben. Wenn wir drauf gucken, können wir auch sehen, es sind nur 16. Im krassen Vergleich dazu haben wir hier ein Blatt für Querschnitte. Und hier haben wir ganz einfach mal 56 Zähne. Das ist doch deutlich mehr als 16. Und warum ist das jetzt so? Wenn wir mit der Faser sägen, ist es so, dass wir zum Beispiel relativ lange Faserstücke rausschneiden können. Das kennt ihr vielleicht, jetzt sägt jemand draußen, wenn ihr schon mal eine Nut gesägt habt. Da fliegen sehr lange Späne raus. Und damit das sozusagen das kleine Sägeblatt nicht sofort zusetzt, haben die Längsschnittblätter weniger Zähne. Das gilt auch dafür, um die Spannung zu minimieren, denn wir müssen ja durch das ganze Stück Holz durch. Was man dabei aber sagen kann, ist, diese Längsschnittblätter mit wenigen Zähnen haben meistens ein gröberes Schnittergebnis als die Sägeblätter mit sehr vielen Zähnen. Das heißt, auch da können wir schon ableiten, die Längsschnitte sind grundsätzlich einfacher, weil wir ja nicht durchs Hirnholz schneiden, aber sind meistens auch nicht ganz so sauber wie die Kappschnitte, die wir machen. Und das machen wir eigentlich immer mit einem Querschnittblatt. Was gibt es zu dem Thema Sägeblätter noch zu sagen? Warum brauche ich 2 verschiedene? Ganz einfach, weil es wirklich sinnig ist, je nach Schnitt das Sägeblatt zu wechseln. Das dauert in der Regel nicht sehr lange. Vor allen Dingen nicht, wenn man es so macht wie ich. Ich habe ein Längsschnittblatt und ein Querschnittblatt in der gleichen Größe. Das heißt, ich muss den Spaltkeil nicht verstellen. Ich mache eigentlich nichts. Ich nehme das alte Blatt runter, packe das neue Blatt drauf. Warum lohnt sich das? Das kostet doch erstmal Zeit und auch Energie, jedes Mal das Sägeblatt zu wechseln. Ja, aber zuallererst minimieren wir die Risiken beim Schnitt. Denn das falsche Sägeblatt kann dazu führen, dass das Holz klemmt, dass der Schnitt anfängt zu brennen, wie man sagt. Das heißt, das Sägeblatt reißt sich oder schneidet nicht wirklich, sondern brennt sich dadurch, weil einfach zu viele Zähne zu viel Reibung erzeugen. Das heißt, wir erhöhen A, die Sicherheit, denn wir nutzen das richtige Blatt, minimieren dadurch die Vorschubkraft. Wir müssen also weniger Kraft aufwenden. Und wir erhöhen sehr extrem das Schnittergebnis. Ich erkläre oder verweise gerne nochmal auf dieses Video, wo ich bei meiner Tauchsäge nach, 5 Jahren endlich auch mal ein Längsschnittblatt draufgepackt habe. Und es war wirklich eine Erleuchtung, weil es einfach wesentlich leichter geht. Jetzt könnte ja jemand herkommen und sagen, es gibt ja auch Universalblätter. Ja, das ist wie bei einer Kombimaschine auch. Wenn ich sozusagen ein Produkt habe, was alles können soll, dann kann es wahrscheinlich auch alles, aber halt alles nur so ein bisschen.
Und wenn das für euch reicht, ist das völlig okay. Aber ich finde, es ist immer besser, wenn man eine Sache hat, die eine Sache auch sehr gut kann. Wie ein Querschnittblatt, was einfach nur querschneidet. Ein Längsschnittblatt, was einfach nur längs schneidet. Aber dafür machen beide ihren Job sehr, sehr gut. Das heißt, ich muss nicht in der Nachbearbeitung noch viel Zeit investieren, weil mein erster Schnitt scheiße war. Und nochmal, ich möchte es auch gerade für die kleinen Tischkreissägen nochmal sagen. Viele von euch kennen das, dass sie wahrscheinlich ganz schön doll drücken müssen bei den kleinen Sägen, um das Stück Holz durchzubekommen. Gerade bei Massivholz. Wir beziehen das jetzt ja hier nur auf Massivholz, weil das das ist, was wir eigentlich hier auf dem Kanal verarbeiten. Dass ihr so viel Druck aufbringen müsst, kann an zwei Sachen liegen, beziehungsweise an drei. Kleiner Motor ist immer schon mal blöd, aber da habt ihr nicht so viel Einfluss drauf. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach schlicht und ergreifend das falsche Blatt habt. Denn nochmal, so ein Feinschnittblatt wird keinen guten Längsschnitt machen, einfach weil die Zähne gar nicht dafür ausgelegt sind. Andersrum kann es übrigens aber auch sein, das ist auch ein sehr wichtiges Thema bei jedem Werkzeug und gerade bei Sägeblättern, solche Sachen muss man schärfen. Solche Sägeblätter halten nicht für immer, je nachdem, wie viel ihr sie benutzt, je nachdem, wie falsch ihr sie benutzt. Denn wenn ihr ständig mit diesem Querschnittblatt Längsschnitte macht, dann geht es schneller kaputt, weil dafür ist es einfach nicht gedacht. Dann muss es geschärft werden. Und das ist etwas, was ich jedem von euch raten würde. Bei günstigen Blättern lohnt es in der Regel nicht. Einfach weil das Blatt an sich so gefertigt ist, dass der Aufbearbeitungsprozess viel zu aufwendig ist und sich kaum lohnt. Wenn ihr aber ein gutes Sägeblatt habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, denn wir können die Sägeblätter immer wieder benutzen und das Schärfen kostet nicht die Welt. Und was ich euch dabei empfehlen würde, sind zwei Sachen. Das eine ist, lasst die Sachen da schärfen, wo ihr die Blätter gekauft habt. Wenn ihr Gudo-Blätter habt, dann lasst die bei Gudo schleifen. Was? Schleifen. Denn die wissen genau, wie sie das machen sollen und die werden euch die bestmögliche Qualität genauso wie bei der Auslieferung wiedergeben. Das gilt auch für Leitz, das gilt für Leuko, wo auch immer oder je nachdem, wo ihr einkauft. Am besten lasst ihr sie da schärfen von der Firma, die euch die Blätter auch verkauft hat. Das andere ist, wenn ihr eure Blätter zum Schärfen losschickt, so wie ich das jetzt gerade mache, dann ist es wichtig, und deswegen sehen diese beiden auch so neu aus, einen zweiten Satz zu haben. Denn wenn ich alles wegschicke, ist es weg, dann kann ich ja in der Zwischenzeit nicht weiterarbeiten. Jetzt könnte man sagen, ich kaufe mir für die Zwischenzeit einfach ein Scheißblatt. Würde ich nicht machen. Ich habe zwei mehr oder weniger komplett identische Sätze Sägeblätter. Wenn ich den einen so wie jetzt losschicke, benutze ich den anderen. Und wenn der andere dann wieder kaputt ist, nehme ich wieder den anderen und nehme ich wieder den anderen. Und so kann ich immer arbeiten. Und das ist zumindest grundsätzlich, wenn ihr das Ganze irgendwie gewerblich macht, sehr schlau, damit keine Leerzeiten entstehen. Denn natürlich ist es so, wenn ihr die Sachen dahin schickt oder auch der Schärfdienst die Sachen abholt, es dauert, sagen wir mal, eine Woche auf jeden Fall. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein bisschen verstanden, warum gibt es verschiedene Sägeblätter? Warum ist das richtige Sägeblatt nicht nur effizienter, sondern auch sicherer? Was wir uns aber auch noch angucken wollen, ist, wir brauchen auch nur zwei verschiedene Zahnformen. Wir haben hier bei unserem Querschnittblatt einen Wechselzahn. Das heißt, die Zähne sind immer abwechselnd in eine der beiden Richtungen geneigt. Und wir haben bei dem Längsschnittblatt einen ganz normalen, ups, Vorsicht, das ist das Neue, was scharf ist. Flachzahn. Wofür brauchen wir einen Flachzahn? Wofür brauchen wir einen Wechselzahn? Dafür brauchen wir die Tafel. Wofür brauchen wir jetzt verschiedene Zahnarten? Ich hatte ja gerade schon gesagt, Wechselzahn, das heißt, es sieht sozusagen, wenn wir drauf gucken, so aus. Wir haben einen Zahn, der so geht, einen Zahn, der so geht, dann wieder so, dann wieder so. Ihr habt es ja gerade gesehen. Das andere ist der Flachzahn. Wenn wir uns das im Profil angucken, sieht das einfach so aus. Alle Zähne sind gleich ausgerichtet, es gibt keine Ausstellung. Wofür ist das beides jetzt wichtig? Das hier können wir zum Beispiel, wenn wir sehr schlau sind, für Zinken nutzen. Das schauen wir uns aber irgendwann nochmal an, wenn wir das Thema Zinken auf der Formatkreissäge bzw. Tischkreissäge mal beleuchten. Das machen wir nicht jetzt. Was wir aber auf jeden Fall uns anschauen ist, ich hatte ja schon gesagt, es gibt verschiedene Schnitte. Wir haben den Querschnitt, das heißt, wenn wir das Holz quer trennen wollen, dafür haben wir das vielzahnige Wechselzahnblatt. Und wir haben die Längsschnitte, das heißt, wir wollen unser Holz auftrennen. Dafür haben wir in diesem Fall ein Flachzahnblatt mit wenig Zähnen. Ich schreibe das auch nochmal drüber: 16 und 56 Zähne. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren Schnitt, den ihr bei mir sehr, sehr oft seht. Was ist denn heute los? Seht, der sehr, sehr sinnvoll ist. Und das ist, wenn wir uns das Holz im Profil vorstellen, der Nutschnitt.
Das heißt, wir sägen sozusagen eine verdeckte Nut und dafür kommt eigentlich nur eins in Frage. Natürlich können wir auch ein Wechselzahnblatt nehmen. Das Problem ist dann, dass unsere Nut nicht wie hier aussieht, sondern immer so ein leichtes V-Profil hat. Das liegt einfach daran, wie die Zähne ausgestellt sind. Das sieht man ja hier auch, wenn man sich das vorstellt. Die Zähne sind so, das heißt, hier bleibt immer ein bisschen Material über. Ist das super schlimm? Nein, wir können das natürlich easy mit einem Grundhobel oder mit einem Stecheisen wegmachen. Aber wenn wir sowieso schon davon ausgehen, dass wir zwei Sägeblätter haben und darauf achten, dass eins ein Wechselzahn und eins ein Flachzahn ist, dann brauchen wir das nicht. Denn wir können mit einem Flachzahn perfekte Nuten sägen. Denn, wie der Name schon sagt, ist der Zahn oben flach. Das heißt, auch das Sägeergebnis ist sehr, sehr flach und gerade. Wir haben also eine saubere Nut. Und das ist super, denn so können wir mit zwei Sägeblättern eigentlich alle Schnitte machen, die wir so machen müssen. Jetzt leider das leidige Thema Sicherheit. Deswegen gehen wir noch einmal zurück zu den Sägeblättern und sprechen über das, was passieren kann und was auch nicht ganz unüblich ist. Was ich gerade ja schon ein paar Mal erwähnt habe und ich erwähne es einfach nochmal, ist, wir können die Sicherheit an solchen Maschinen erhöhen, indem wir das richtige Sägeblatt nutzen, weil wir weniger Kraft brauchen. Weniger Kraft, das Thema hatten wir eigentlich schon bei allem, bei den Zwingen, bei den Sägen, bei den Stecheisen und jetzt auch bei den großen Tischkreissägen. Es geht eigentlich immer darum, die Maschine arbeiten zu lassen, damit wir nicht mit Druck irgendwas durchballern müssen und wenn dann was schief geht, in der Bewegung auch noch ins Sägeblatt fliegen. So ist es hier auch, wenn die Maschine ihre Arbeit machen soll und ihre Kraft richtig nutzen soll, dann brauchen wir das richtige Werkzeug. Und ein Sägeblatt ist ein Werkzeug für die Tischkreissäge. Was ich einfach einmal sagen möchte, mir ist es völlig egal, was für Sägeblätter ihr nehmt. Ihr könnt ein normales nehmen, ein Piano Plus, wie ich, also ein Sägeblatt, was extra leise ist. Ihr könnt ein teures nehmen, ein sehr, sehr teures mit Diamantbeschichtung. Es gibt eigentlich alles, aber wir müssen uns eine Sache klar machen. Diese Scheibenrohlinge, da sind ja die Messer nicht von vornherein dran. Die werden in irgendeinem Verfahren geschweißt, gelötet, wie auch immer, an diesen Rohling angebracht. Ich sage es einfach nur, weil es uns auch gesagt wurde und weil es solche Fälle gibt. Wenn ich ein sehr, sehr minderwertiges Sägeblatt habe, können sich diese Lötungen lösen. Und ich schätze mal, dass sich jeder vorstellen kann, was passiert, wenn bei 4.000 oder 5.000 Umdrehungen pro Minute oder Sekunde oder Stunde, je nachdem wie schnell eure Säge sich dreht, so ein Zahn aus dem Sägeblatt fliegt. Das ist überhaupt nicht witzig. Wir hatten in der Schule jemanden, der das sehr, ja, hautnah erfahren hat an einem Kollegen, der aussah, als wäre er von einem Granatsplitter getroffen worden. Das ist kein Spaß. Und das gilt auch für das Thema Wartung. Sobald ihr merkt, ich habe das gleiche Sägeblatt wie immer, ich habe das richtige Sägeblatt drauf, trotzdem geht der Schnitt nicht mehr gut, dann ist das Sägeblatt stumpf, es muss nachbearbeitet werden. Auch wenn Zähne ab sind, können die wieder nachgelötet werden. Macht euch da ein bisschen Gedanken drüber. Seht es ein bisschen wie bei allen anderen Werkzeugen. Sie haben eine Halbwertszeit, sie haben eine Abnutzungszeit. Das Gute ist, wenn wir ein gutes Sägeblatt haben, können wir es wieder schärfen lassen. Und übrigens, das nur noch mal am Rande, Schärfdienste schärfen alles. Das gilt auch für Bohrer, das gilt für Fräser, da natürlich auch. Dieser Aufwand macht nur dann Sinn, wenn man gute Fräser und Bohrer hat, weil natürlich sonst der Preis, und da bin ich ganz bei euch, sich einfach nicht rechnet. Deswegen ist es auch so, ich habe mich jetzt mit dem Thema wieder mehr beschäftigt, weil ich, wie gesagt, jetzt meine Sachen wieder mal zum Schärfen schicke, ist die Frage, welche Bohrer sind zum Beispiel gut? Weil ich möchte definitiv auch im Bohrersegment von diesen Eintagsfliegen weg, die man benutzt und wegschmeißt. Weil das ist eigentlich scheiße, wenn man ehrlich ist, weil es, wie gesagt, die Möglichkeit gibt, solche Werkzeuge zu schärfen. Wenn ihr gute Bohrer kennt, verlinkt die doch mal unten, denn ich suche wirklich alles vom ganz, ganz kleinen Bohrer bis zum großen Forstner Bohrer. Ich habe den Pharmac Bohrmax oder wie er heißt, habe ich in einem Projekt ja schon mal benutzt, den hatte ich mir nur ausgeliehen, der war sehr, sehr gut. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was für Bohrer ihr nutzt, ob ihr da gute Erfahrungen habt. Und schreibt vor allen Dingen auch mal in die Kommentare, lasst ihr eure Werkzeuge schärfen. Das gilt also für Sägeblätter, für Bohrer, für Fräser. Wie sind eure Erfahrungen damit? Macht ihr das? Ja oder nein? Das würde mich interessieren. Ich hoffe, dass euch dieses Thema Sägeblatt jetzt ein bisschen klarer ist.
Eine kleine, super kleine Hintergrundinfo gebe ich euch noch, aber wirklich deswegen auch am Ende nur für die, die wirklich gut zuhören. Manche hören ja gerne nur so halb zu. Es gibt Sägeblätter, mit denen man auch mal einen anderen Schnitt machen kann. Ich kann natürlich mit einem Längsschnittblatt auch einen Querschnitt machen, der wird aber nicht sauber sein. Es gibt Ausnahmen. Dieses Piano Plus Blatt, was ich hier habe, ich werde es euch auch einmal mit der Artikelnummer unten verlinken, ist durch einen aggressiven Schnittwinkel in der Lage, dünnes Holz bis 20, 25 mm Vollholz auch längs zu schneiden. Warum sage ich das ganz am Ende? Das ist keine allgemeingültige Info. Das gilt nicht für alle Sägeblätter, es gilt nur für dieses. Dieses ist das einzige, mit dem ich das sozusagen selber mache, wo ich vom Hersteller auf der Verpackung sozusagen die Info kriege, dass das geht. Deswegen am Ende macht euch da schlau und sonst in der Regel, so wie ich es erklärt habe, nutzt das richtige Sägeblatt für den richtigen Schnitt. Dann werden die Ergebnisse auch sauber, alles passt perfekt und so soll es auch sein. Ich hoffe, dass euch das Video geholfen hat. Wir werden uns vermehrt solchen Themen auch annehmen. Auch das Thema Fräser und Bohrer müssen wir irgendwann mal klären. Dafür muss ich nur erstmal selber gute Bohrer haben. In diesem Sinne, macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!